Offenbarung 13,4 gibt uns einen Einblick in die ungeheure politische, militärische und wirtschaftliche Kraft, über die er verfügen wird. Es heißt über die Menschen auf Erden, und sie beteten den Drachen, das ist der Teufel, an, weil er dem Tier, dem Antichrist, die Macht gab. Seht ihr, das ist die Beziehung zwischen dem Fürst von Tyrus und dem König von Tyrus. Satan gibt seine Macht dem Antichrist. Und die Menschen auf Erden beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Aufgrund seines massiven Aufgebots an politischer, militärischer und wirtschaftlicher Macht wird es schlichtweg unmöglich sein, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, gegen ihn Krieg zu führen oder sich seinem Willen zu widersetzen. Wenn heute zum Beispiel auf Erden ein Mann an die Macht kommen würde, der das gesamte Atomwaffenarsenal Russlands, der Vereinigten Staaten und aller anderen Atomwaffenstaaten unter seine Kontrolle bringen würde, wäre er damit fast automatisch militärisch unbesiegbar, weil er jeden, der sich seinem Willen widersetzt, sofort auslöschen könnte. Und ich glaube, dass der Antichrist so etwas in dieser Art tun wird. Wie ich in der vorigen Lehreinheit erwähnte, scheint es den Hinweis darauf zu geben, dass er an einem bestimmten Punkt seiner Karriere tatsächlich Atomwaffen einsetzen wird, um die Stadt Rom zu vernichten. Offenbarung 13,7 beschreibt das ganze Ausmaß seiner Herrschaft. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen, also dem Volk Gottes, Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Wie ich diese Worte verstehe, wird dabei keine Nation ausgespart. Wenn er Macht hat über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation, ist er die einzige universelle Weltmacht. Offenbarung 13, 5 und 6 beschreiben seine Lästerungen. Zitat: Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. In letzter Konsequenz geht alle geistliche Macht und alle geistlichen Waffen durch den Mund, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Und deshalb wird der Antichrist vor allem mit seinem Mund Macht ausüben. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Hier wird eine bestimmte Zeitspanne festgesetzt, für die er die Welt beherrschen wird. Vers 6: Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Hier finden wir einen interessanten Verweis auf, Zitat, die, welche im Himmel wohnen. Ich möchte mich nicht lange damit aufhalten, aber im Griechischen heißt es hier, die ihr Zelt im Himmel aufgeschlagen haben. Dieses Wort bezeichnet keine dauerhafte Wohnung. Ich persönlich neige zu der Anschauung, dass damit die entrückten Heiligen Gottes gemeint sind, die am Hochzeitsmahl teilnehmen. Das Laubhüttenfest, das letzte der drei großen Feste des mosaischen Gesetzes, wurde nach der Ernte gefeiert. Jeder männliche Israelit ging hinauf nach Jerusalem und lebte dort 7 Tage lang in einer Hütte aus Zweigen und Laub. Für mich besteht kein Zweifel darüber, dass auch dieses Fest, wie schon die beiden anderen großen Feste Passa, das Opfer Jesu Christi, und Pfingsten, ein exaktes Gegenstück im Neuen Testament haben muss. Dieses letzte große Fest des mosaischen Gesetzes war das Laubhüttenfest am Ende der Ernte. Jeder männliche Israelit musste nach Jerusalem hinaufgehen und dort 7 Tage lang in einem Zelt oder in einer Laubhütte wohnen. Das Wort, das hier in Offenbarung 13,6 mit wohnen übersetzt wird, aber eigentlich richtiger mit im Zelt wohnen wiedergegeben wird, ist genau das Wort, das in der griechischen Version des Alten Testaments für dieses Fest verwendet wird. Man könnte es sich also so vorstellen, dass die entrückten Heiligen ihre Zelte im Himmel aufschlagen und am Bankett bzw. am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, während auf der Erde die Hölle los ist. Du fragst vielleicht, wer sind die Heiligen auf Erden? Ich kann euch nur meine Meinung sagen. In erster Linie Israel. In erster Linie ein jüdischer Überrest. Denn der Antichrist ist ja der falsche Messias. Das ist ja auch eine Bedeutung seines Namens. Wir können nicht näher darauf eingehen. Es wurden schon viele Bücher für und gegen diese Thesen geschrieben. Aber ich glaube sie so,
wie ich sie euch hier darstelle. Auch die in der obigen Bibelstelle erwähnte Zeitspanne ist ein hochinteressantes Thema. In Offenbarung 13,5 heißt es: Und es wurde ihm, dem Antichrist, Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. In eurer Studienhilfe findet ihr eine kleine Rechnung, die etwa meinen mathematischen Fähigkeiten entspricht. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Diese Zeitspanne erscheint an mehreren Stellen, und zwar immer im Zusammenhang mit dieser Phase der Menschheitsgeschichte. Schlagen wir noch einmal Daniel 7,25 auf. Was hier steht, bezieht sich direkt auf die Lästerungen und gotteslästerlichen Provokationen des Antichrists. Daniel 7,25. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und sie, die Heiligen, werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In eurer Studienhilfe findet ihr einen ganz einfachen Vorschlag, welchen Sinn diese Worte haben könnten. Man braucht nur zu addieren. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit sind 3,5 Zeiten. Man braucht nur Zeit synonym für Jahr verwenden und schon hat man wieder die Zeitspanne von 3,5 Jahren. Wenn man nun Jahre, Monate und Tage zueinander in Beziehung setzt und, wie im heiligen Kalender Gottes, 12 Monate für ein Jahr und 30 Tage für einen Monat rechnet, bekommt man folgende Rechnung, die ihr auch in eurer Studienhilfe seht. 3,5 Jahre sind 3,5 mal 12, 42 Monate. 42 Monate sind 42 mal 30, 1260 Tage. Schlagt nun Offenbarung 12,6 auf. Dort findet ihr genau diese Zahlenangabe. In Offenbarung 12,6 ist von einer Frau die Rede, die in Vers 1 folgendermaßen charakterisiert wird. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Ich sage euch meine Meinung dazu, ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Für mich ist dies ohne jeden Zweifel ein Bild für Israel, denn es greift Josefs Traum auf. In diesem Traum sah er die Sonne, den Mond und 11 Sterne, die ihm huldigten. Als er seinen Vater Jakob, der ein Prophet war, seinen Traum erzählte, konnte dieser ihn problemlos deuten. Er sagte: Warum sagst du, dass ich und deine Mutter und deine 11 Brüder kommen und dir huldigen werden? Und das taten sie dann später auch. Als Josef Herrscher in Ägypten geworden war, kamen sein Vater, seine Mutter und seine 11 Brüder, um ihm zu huldigen. Ihr werdet feststellen, dass die Bilder und Sinnbilder und Zahlen der Offenbarung allesamt aus dem Alten Testament stammen, weil es eine Offenbarung für die Diener Gottes ist, und die Diener Gottes sollen das Alte Testament kennen. Wer sich nicht die Zeit nimmt oder die Mühe macht, das Alte Testament zu studieren, kann die Offenbarung nicht verstehen. Man kann die Offenbarung verstehen, ohne theologische Seminare besucht zu haben, aber man kann die Offenbarung nicht verstehen, ohne das Alte Testament zu kennen. Deshalb besteht für mich nicht der allergeringste Zweifel. Dieses Bild ist relativ leicht zu deuten. Diese Frau ist Israel. Bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen, die 12 Stämme Israels, die 12 Söhne Jakobs. Und es kommt eine Zeit, in der Drache, der als Teufel identifiziert wird, einen speziellen Angriff auf die Frau startet. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viel er in den vergangenen 2000 Jahren schon getan hat, kann man sich vorstellen, dass ein spezieller Angriff zweifellos auch ein besonders schrecklicher Angriff sein wird. Offenbarung 12,6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wegen meines Interesses für Israel fasziniert mich auch das ungemein. Verschiedene Schriftstellen weisen darauf hin, dass eine Zeit kommen wird, in der Gott sich in der Wüste mit Israel als Nation konfrontieren wird, von Angesicht zu Angesicht, ohne Vermittler.
Hierin steckt ein Prinzip, auf das ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann. Ich las einmal folgende Erklärung zu Strafe und Segen in Bezug auf Israel und die Nationen, die ich sehr hilfreich fand. Gott segnet Israel direkt, aber er segnet die Nationen durch Israel, durch die Juden, weil er seine Verheißung an Abraham und dessen Nachkommen erfüllt. Gott straft die Nationen direkt, aber er straft die Juden durch die Nationen. Dieses Prinzip zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Es hat sich nie geändert. Gott straft Israel nie direkt. Er bedient sich nicht jüdischer Nationen als Werkzeuge, um Israel zu züchtigen. Aber er segnet Israel direkt. Ihr würdet euch wundern, wenn ihr im direkten Gespräch mit bekehrten Juden feststellen würdet, wie viele von ihnen sich ganz allein bekehrten, ganz ohne Hilfe anderer Menschen, nur sie und der Herr ganz allein. Und viele Passagen der Bibel, Sacharja 12, Hosea 2, Hesekiel 20, zeigen, dass es eine Zeit im Programm Gottes mit Israel geben wird, in der er sie absondert, in eine Wüste hinausführt und sie dort mit sich selbst konfrontiert. Und ich sage euch eins, es muss Gott selbst sein, der sich mit den Juden konfrontiert. Ich sage es in Liebe, aber das ist etwas, das er sich selbst vorbehält. Er nennt Israel ja auch meine Herrlichkeit und er sagt, meine Herrlichkeit gebe ich niemand anderem. Gott wird also Folgendes tun. 1260 Tage lang wird sich Gott direkt mit Israel in der Wüste, wo Satan es nicht angreifen kann, beschäftigen. Gott sagt in Hosea 2, siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Gehen wir noch näher auf diese Zeitspannen ein, insbesondere auf diese 1260 Tage in Offenbarung 12,6. In Offenbarung 13,5 ist von 42 Monaten die Rede. Wenn man 30 Tage für einen Monat rechnet, ist das dieselbe Zeitspanne, versteht ihr? In Daniel 7,25 lasen wir für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind 3,5 Jahre. Auch wieder dieselbe Zeitspanne. Es passt zusammen. 3,5 ist die Hälfte von 7. 7 ist eine Woche. Das ist eine Maßeinheit. Das hebräische Wort für Woche heißt wörtlich eine 7, womit aber nicht notwendigerweise eine 7 an Tagen gemeint ist. Im Alten Testament wird häufig dort, wo eine Woche an Tagen gemeint ist, eigens der Zusatz an Tagen angefügt. Wenn man den Zusatz an Tagen nicht anfügt, heißt es einfach nur eine 7. Das können dann Tage sein, aber auch Jahre. Das führt uns zu Daniel 9, wo wir die fehlende Woche finden. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, denn allein dafür wären 12 Lehreinheiten erforderlich. Vielleicht, so Gott will und ich noch lebe, werde ich es eines Tages tun. Daniel 9, 25 bis 27. Die Sprache in diesen Versen ist knapp, komprimiert, ja geradezu rätselhaft. Deshalb ist es manchmal schwer zu sagen, wie die Worte genau zu verstehen sind. Der Engel sagt zu Daniel: So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem, das dem Persischen Reich unterstand, wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, dem Messias, dem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Das sind insgesamt 69 Wochen. Die Straße wird wieder gebaut werden und die Mauer, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Das ist die historische Wiederherstellung Jerusalems nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft im 4. Jahrhundert vor Christus. Nun Vers 26. Und nach den 62 plus 7, also 69 Wochen, wird der Messias ausgerottet werden. Woche bedeutet, wie gesagt, oft einfach nur eine 7. Und das Wort Wochen bezieht sich hier auf Jahre, also eine 7 an Jahren.
Deshalb muss man die 69 mit 7 Jahren mal nehmen. Das werden wir später noch tun. Damit bekommen wir die Anzahl von Jahren vom Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems bis zur Ausrottung, andere Übersetzung bis zum Wegschneiden des Messias. Ich möchte noch nebenbei erwähnen, dass die Rabbiner es über Jahrhunderte hinweg verboten, dieses 9. Kapitel von Daniel in den Synagogen vorzulesen. Der Verweis auf die Ausrottung oder das Wegschneiden des Messias war so deutlich und die Anwendung auf Jesus so offensichtlich, dass sie nicht wollten, dass das gelesen wird. Und es war ein Triumph, dass in Israel erst vor kurzem dieses Kapitel wieder unter jene Kapitel eingereiht wurde, die gelesen werden können. Gut, wir sind in Daniel 9,26. Und nach den 62 plus 7, also 69 Wochen, wird der Messias ausgerottet werden. Es gibt ein sehr interessantes Buch mit dem Titel The Coming Prince von Robert Anderson, der aus dieser Zeitspanne der 69 Wochen aus Jahren ein exaktes Datum errechnet hat. Wenn seine historischen Grundlagen in Bezug auf Daten und Ereignisse korrekt sind, hat er das Datum ganz exakt berechnet, unter Berücksichtigung von Schaltjahren und dem Übergang von vor Christus zu nach Christus und anderen komplizierten Dingen. Es ist eine schwierige Berechnung, aber ihr findet sie, wie gesagt, in dem Buch The Coming Prince. Nun zurück zu Daniel 9,26. Und nach den 62 plus 7, also 69 Wochen, wird der Messias ausgerottet werden, aber nicht für sich selbst. Alternative Übersetzung, er wird nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das geschah im Jahr 70 nach Christus, als die römischen Armeen sowohl die Stadt Jerusalem als auch den Tempel, das Heiligtum, zerstörten. Beachtet, dass die Römer hier als das Volk des kommenden Fürsten bezeichnet werden. Der kommende Fürst ist der Antichrist. Daran erkennen wir, dass der Antichrist eine ganz besondere Beziehung zu Rom haben wird, worauf wir schon im Zusammenhang mit der falschen Gemeinde hingewiesen haben. Diese wird von ihrer geografischen Lage her mit der Stadt Rom in Verbindung stehen bzw. assoziiert werden. Weiter im Text. Und sein Ende, also das Ende der Stadt, ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Jerusalem wird erst dann wieder die heilige Stadt Gottes werden, nachdem der Antichrist seinen Willen durchgesetzt hat. Vers 27. Und stark machen oder bekräftigen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Er wird eine Woche lang einen Bund für die vielen bekräftigen. Das ist die 70. Woche. Wir hatten 69, das ist nun die letzte Woche. Und zur Hälfte der Woche, umgerechnet also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Er wird der jüdischen Nation verbieten, ihren normalen Gottesdienst zu feiern und ihr normales Opfer zu bringen. Und viele, viele Menschen glauben, dass er befehlen wird, sein eigenes Abbild im Tempel aufzustellen und dass er die Juden zwingen wird, es anzubeten. Das wird die endgültige Trennlinie zwischen dem Antichrist und den Juden sein. Die Juden begrüßen fast jeden und fast alles, was ihnen wieder Zugang zum Tempelbereich verschaffen wird, weil es keinen anderen Ort gibt, an dem sie anbeten können. Zur Zeit Napoleons schrieb ein Jude an Napoleon, wenn sie uns den Tempelbereich zurückgeben, werden sie unser Messias sein. Ihre Rabbiner haben sie fälschlicherweise gelehrt, derjenige, der ihnen den Tempel zurückgibt, werde ihr Messias sein. Er wird es sein, aber es wird der falsche Messias sein. Es wird der Antichrist sein. Das ist wirklich sehr, sehr klar. Nun sind wir also bei dieser Zeitspanne von 3,5 Jahren bzw. 42 Monaten bzw. 1260 Tagen angelangt. Deshalb liegt für mich der Schluss nahe, dass wir es in der Offenbarung nicht mit den ersten 3,5 Jahren zu tun haben, sondern mit den letzten 3,5 Jahren. Viele, viele Bibelkommentatoren glauben, und ich bin bereit, das auch zu glauben, obgleich ich es nicht selbst behaupte,
dass diese 3,5 Jahre die Zeit der großen Trübsal sein wird. Oder, wie sie in Jeremia 30 genannt wird, eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Die jüdische Nation wird im Brennpunkt der Trübsal stehen. Kein Jude, der etwas auf sich hält, wird je das Abbild des Antichristen anbeten. Deshalb werden sie an diesem Punkt zu einer letztendlichen Entscheidung gezwungen werden, wie es in Joel 4,14 heißt, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Gott hat seine eigenen Mittel und Wege, um Menschen ins Tal der Entscheidung zu bringen. Vielleicht ist euch das in eurem eigenen Leben auch schon mal aufgefallen. Und er wird eine Situation herbeiführen, in der Israel gezwungen sein wird, sich zu entscheiden. Und das wird nicht mehr lange dauern. Gehen wir kurz zurück zu 2. Thessalonicher 2 und lesen wir die Verse 3 und 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, der Tag Christi, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall vom christlichen Glauben innerhalb der Gemeinde, gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Ich nehme diese Worte sehr wörtlich. Das bedeutet, er wird behaupten, er sei Gott, und er wird Anbetung fordern und er wird im Tempel Gottes sitzen. Damit taucht natürlich wieder die uralte Frage auf, werden die Juden den Tempel wieder aufbauen? Ich denke, die Antwort ist ja. Einige Leute fragen, wie kann der Tempel dann Tempel Gottes genannt werden? Nun vergesst nicht, die Juden sind das Volk Gottes und ihr Gott ist der wahre Gott. Und wenn sie ihrem Gott einen Tempel bauen, ist das der Tempel Gottes. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt Jesus noch nicht als Messias angenommen haben werden. Betrachten wir anhand von Offenbarung 13 noch einmal diesen Aspekt der Anbetung. Denn das ist ja das Endziel des Ehrgeizes Satans. Er arbeitet seit Jahrtausenden systematisch daran, es endlich so weit zu bringen, dass er angebetet wird. Offenbarung 13, 3 bis 4. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier, dem Antichrist, her. Und sie beteten den Drachen, den Teufel, an, weil er dem Tier, dem Antichrist, die Macht gab. Und sie beteten das Tier, den Antichrist, an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? So stellt sich der Mensch Gott vor, als jemanden, der unbesiegbar ist und der jedermann mit seinen Waffen auslöschen kann. Dieselbe Wahrheit finden wir in Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, den Antichrist, anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Schlagen wir noch einmal kurz Hesekiel 28 auf. Dieser Aspekt wird auch schon in Bezug auf diese bemerkenswerte Persönlichkeit des Fürsten von Tyrus vorausgesagt. Hesekiel 28, 2. Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Er ist ein Mensch, behauptet jedoch Gott zu sein. Das ist der Antichrist. Diese Stelle korrespondiert ganz exakt mit 2. Thessalonicher 2, 4, wo es heißt, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Dieser Vers und Hesekiel 28, 2 passen exakt zusammen. Betrachten wir als nächstes die verführerische Kraft des Antichrists. 2. Thessalonicher 2, 10 bis 12. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür,
dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet oder verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Ich sage es noch einmal, wir haben nur zwei Alternativen. Entweder glauben wir der Wahrheit oder wir glauben der Lüge des Teufels. Wenn wir die Wahrheit ablehnen, werden wir der Lüge glauben. Gott wird dafür sorgen. Und das erstaunt einige Leute. Es heißt hier, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Wenn man die Bibel durchliest, sieht man, dass es die letzte und schlimmste Maßnahme des göttlichen Gerichts ist, wenn er jemandem der Verblendung des Teufels übergibt. Und dafür gibt es historische Präzedenzfälle. 1. Samuel 16. König Saul verwarf absichtlich das Wort Gottes und wurde auf David eifersüchtig. Es heißt, daraufhin hätte ihn der Geist Gottes verlassen und ihn ein böser Geist von Gott geplagt. Es heißt ausdrücklich, dass dieser böse Geist von Gott kam. Oder 1. Könige 22, das letzte Kapitel. Ahab, der König von Israel, hatte immer wieder hartnäckig die wahren Propheten des Herrn abgewiesen und sich mit den falschen Propheten seiner Frau Isabel umgeben. Als der wahre Prophet eine Botschaft hatte, verwarf er sie, woraufhin der wahre Prophet sagte: Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies, und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Da sagte er: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und der Herr sprach: Du sollst ihn betören und wirst es auch können. Auf diese Weise wurde Ahab betört, verblendet, damit er in Ramoth bei Gilead in den sicheren Tod ging. Oder nehmen wir Jesaja 29. Hier wird ganz Israel mit Ausnahme eines sehr kleinen Überrests einen Geist des Schlafes übergeben, weil es immer und immer wieder die wahren Propheten und das wahre Wort Gottes abgelehnt hatte. In Römer 11 ist von einem Geist der Schlafsucht die Rede, und Gott gab ihnen den Geist der Schlafsucht. Was in der Vergangenheit König Saul, König Ahab und Israel als Nation widerfuhr, wird am Ende der Zeit der ganzen Welt widerfahren. Alle Menschen, die die Wahrheit des Evangeliums ablehnten, die sich weigerten, sich von dem wahren Christus zu beugen und ihn anzuerkennen, die sich weigerten, sich dem Geist der Wahrheit, dem Heiligen Geist hinzugeben, werden getäuscht und verblendet werden. Gott wird ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns senden. Deshalb kann ich nicht genug betonen, wie absolut wichtig es für euch hier ist und für jeden, der diese Botschaft hört, dass ihr eure Ohren nicht von der Wahrheit abwendet. Wenn ihr euch von der Wahrheit abwendet, könnt ihr euch absolut sicher sein, dass keine zwei Jahrzehnte vergehen werden. Und ich frage mich, ob es überhaupt so lange dauern wird, bis ihr in der Falle der satanischen Verblendung und Täuschung sitzt, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Beachtet auch, warum sie die Wahrheit ablehnten. 2. Thessalonicher 2,12. Damit alle gerichtet oder verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Es ist eine Eigenschaft der Bibel, dass sie immer gegen Sünde ist. Man kann nicht einerseits die Bibel lesen, studieren und anfangen, nach ihr zu leben, und andererseits ein böses Leben führen. Wer sein böses Leben führen will, ist ein Feind der Bibel. Sie begründen ihre Feindschaft jedoch nicht mit ihrer Sündhaftigkeit, sondern führen alle möglichen intellektuellen Argumente gegen die Bibel an. Doch der eigentliche Grund liegt darin, dass sie entweder ihren Lebensstil ändern müssen oder sie bringen die Bibel in Misskredit. Die Bibel legt hier den Finger auf den eigentlichen Grund, warum die Menschen der Wahrheit nicht glauben. Weil sie die Ungerechtigkeit vorziehen. Sie wollen falsch leben. Die Bibel wird sie zurechtrücken. Entweder lassen sie sich zurechtrücken oder sie lehnen sie ab.
Und die Schrift sagt sehr deutlich, dass die meisten Menschen auf Erden am Ende der Zeit in der Verblendung Satans gefangen sein werden, weil sie die Wahrheit abgelehnt haben. Das lesen wir auch in Offenbarung 13,8, einer Stelle, die exakt mit 2. Thessalonicher 2,10-12 übereinstimmt. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, den Antichrist, anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Die einzigen, die nicht verblendet werden, sind jene, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen. Es sind nur die Auserwählten Gottes. Und in Matthäus 24 geht Jesus sogar so weit, dass er sagt, wenn es möglich wäre, würde der Feind sogar die Auserwählten Gottes verführen. Offenbarung 13,7 macht deutlich, dass der Antichrist der Höhepunkt der Religion Kains ist. Kain begann damit, indem er seinen Bruder tötete, und die Schrift erklärt in 1. Johannes 2, warum er ihn tötete. Weil die Werke seines Bruders gerecht, seine eigenen jedoch ungerecht waren. Der Antichrist treibt dies ins Extrem. Offenbarung 13,7: Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Er wird alle wahren Heiligen Gottes verfolgen. Das lesen wir auch in Daniel 7,21. Ich sah, wie dieses Horn, das ist das kleine Horn, gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Nun kommen wir zu der faszinierenden Berechnung seines Namens. Offenbarung 13,18. Hier ist die Weisheit, und biblische Weisheit ist immer praxisorientiert und niemals mystisch oder abgehoben. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. 666. Ich persönlich sehe darin kein Geheimnis. Ich kenne den Namen des Antichristen übrigens nicht und habe ehrlich gesagt auch kein sehr großes Interesse daran, ihn zu erfahren. Doch als ich mit dem Namen Jesus experimentierte, bekam ich die Gewissheit, dass die Sache im Grunde recht einfach ist. Ihr findet das in eurer Studienhilfe auf der rechten Seite. Der Name Jesus besteht im Griechischen aus 6 Buchstaben. Ich habe es in lateinischen Buchstaben niedergeschrieben. Der erste Buchstabe ist ein Jota oder I, und dann hat das Griechische ein kurzes und ein langes E. Das hier ist das lange E, E. Also lautet der Name Jesus, I-E-S-O-U-S. Im Griechischen, Lateinischen und Hebräischen ist jedem Buchstaben des Alphabets ein bestimmter Zahlenwert zugeordnet. Wenn man das mit den englischen oder deutschen Buchstaben vergleichen würde, entsprächen die ersten 10 Buchstaben des Alphabets den Zahlen von 1 bis 10. Der nächste Buchstabe wäre 20 und dann in 10er Schritten weiter 30, 40, 50, 60 bis 100 und dann in 100er Schritten weiter 100, 200, 300, 400 bis zum Ende des Alphabets. So kann man, wenn auch etwas mühsam, jede beliebige Zahl zusammensetzen. Das war Standard, bis die Araber kamen und unser Zahlensystem einführten. Wir haben ja heute die sogenannten arabischen Zahlen. Mit den römischen Zahlen kann man sogar auch multiplizieren und dividieren. Ihr wisst vielleicht, dass bei den römischen Zahlen I für 1 steht, V für 5, X für 10, L für 50, C für 100 und so weiter. Man nimmt nun die Buchstaben des Namens Jesus und schreibt neben jeden Buchstaben den entsprechenden Zahlenwert. Dabei schreibt man Buchstaben und Zahlen nicht nebeneinander, sondern untereinander. So bekommt man, da es im Griechischen 6 Buchstaben sind, 6 Zahlen. Und zwar die Zahlen 10, 8, 200, 70, 400 und 200. Je weiter hinten die Buchstaben im Alphabet stehen, desto höher sind auch die entsprechenden Zahlenwerte. Diese Zahlen ergeben zusammengezählt 888.
Meinem Denken zufolge ist das kein Zufall. Der wahre Christus ergibt die Zahl 888, der falsche Christus die Zahl 666. Ich will nicht näher auf diese Numerologie eingehen, aber ich glaube, dass Zahlen eine Bedeutung haben. Ich will nicht jedermann davon überzeugen, und es ist auch ein gefährliches Thema, in das man sich leicht versteigen kann. Wenn der Antichrist Jude ist, hat er möglicherweise einen hebräischen Namen. Wenn er irgendwo im Nahen Osten emporkommt, hat er vielleicht einen arabischen Namen. Und auch im Arabischen haben die Buchstaben ihre entsprechenden Zahlenwerte. Er könnte auch Grieche sein. Das ist durchaus möglich. Wie auch immer es sein wird, sobald sein Name bekannt ist, besteht für mich persönlich nicht der geringste Zweifel daran, dass die Zahlen, die den einzelnen Buchstaben seines Namens entsprechen, zusammengezählt exakt 666 ergeben werden. Wer vorher noch im Zweifel war, wird nachher Gewissheit haben. Gehen wir noch einmal kurz zu 2. Thessalonicher 2. Ich möchte euch sagen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, etwas gegen den Antichrist zu unternehmen. Wir haben viele wichtige Aufgaben, aber dies zählt nicht dazu. Und ich persönlich habe keinerlei Ambitionen, ein Held zu sein. 2. Thessalonicher 2,8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier wird deutlich, dass der Antichrist, der falsche Christus, vom wahren Christus zerstört werden wird, was meines Erachtens angemessen ist. Hierzu gibt es interessante Parallelen zu Prophetien aus dem Buch Jesaja. Schlagen wir kurz Jesaja 11 auf. Ich staunte selbst darüber, wie oft sich Jesaja auf diese Dinge bezieht. Jesaja 11,1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Jedermann weiß, dass damit der Messias gemeint ist. Vers 4. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Er wird den Antichrist mit dem feurigen Hauch aus seinem Mund verzehren. Lesen wir noch Jesaja 30, 27 bis 28. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her. Der Name des Herrn ist manchmal ein Titel für die zweite Person der Dreieinigkeit, also Jesus Christus. Mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals seiner Feinde reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts. Wir brauchen nicht weiter zu lesen. Wir sehen, dass das verzehrende Feuer aus seinem Mund seine Feinde vernichten wird. Im 33. Vers dieses 30. Kapitels ist vom Ort der letzten Schlacht die Rede. Denn längst ist eine Feuerstätte, Tophet oder das Tal Hennim in der Südostecke der Stadt Jerusalem, hergerichtet. Auch für den König ist sie bereitet, tief und weit hat er sie gemacht. Ihr Scheiterhaufen ist für das Feuer und hat Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Atem des Herrn ihn in Brand. Den Höhepunkt dieses Szenarios lesen wir in Offenbarung 19, 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, das ist der wahre Christus, Jesus, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Wunder vor ihm tat. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Wir haben hier eine exakte Übereinstimmung von Jesaja, Thessalonicher und Offenbarung. Betrachten wir abschließend noch das satanische Zerrbild, das Spiegelbild des Christentums. Dies ist sein Meisterstück der Verblendung und Höhepunkt und Inbegriff all seiner Bestrebungen. Die Verweisstellen findet ihr in eurer Studienhilfe. Ich werde sie nicht alle lesen, obwohl wir kurz Offenbarung 13 zitieren könnten. Den Eingangsvers haben wir bereits gelesen. Wir haben bereits folgende Konstellation festgehalten. Der Drache, Satan selbst, ist das Gegenstück zu Gott Vater.
und das Tier, der Antichrist, ist das Gegenstück zu Gottes Sohn, der Verkörperung des Vaters, dem persönlichen Gesandten und Repräsentanten des Vaters, demjenigen, durch den der Vater angebetet werden muss. Der falsche Prophet erscheint in Offenbarung 13,11, wo es heißt: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Obwohl er nett und religiös auftritt und zweifellos wie so viele Leute über Liebe spricht, wird er sich doch wie ein Drache verhalten. Vers 12: Und die ganze Macht des ersten Tieres, also des Antichrists, übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier, den Antichrist, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es ist ja die Aufgabe des Heiligen Geistes, für die wahre Anbetung Jesu zu sorgen. Genauso ist es die Aufgabe des falschen Propheten, für die Anbetung des Antichrists zu sorgen. Der falsche Prophet nimmt den Platz des Heiligen Geistes ein. Damit ist die, wenn man sie so nennen kann, satanische Dreieinigkeit komplett. Der Drache, das Zerrbild des Vaters, das Tier, der Antichrist, das Zerrbild des Sohnes und der falsche Prophet, das Zerrbild des Heiligen Geistes. Weiters heißt es über diesen falschen Propheten in Offenbarung 13,14: Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier ein Bild zu machen, also ein Abbild des Tieres des Antichrists zu machen. Vers 15: Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das Bild des Tieres ist das Gegenstück, das Zerrbild der wahren Gemeinde, die das Bild des Herrn Jesus Christus widerspiegelt. Damit haben wir ein exaktes satanisches Gegenstück zur gesamten Wahrheit des Christentums. Hier Vater, Sohn, Heiliger Geist und die Gemeinde, dort der Drache, das Tier, der falsche Prophet und das Bild des Tieres. Abschließend noch Worte der Warnung für jeden, der diese Botschaft hört. Wir finden sie in Lukas 21, 34 bis 36, wo es heißt: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen, wie heiraten, geheiratet werden, bauen, pflanzen, kaufen, verkaufen, essen und trinken. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Noch ein letzter Gedanke: Ihr müsst für würdig geachtet werden, zu entfliehen. Ihr müsst so leben, dass Gott ungerecht wäre, wenn er euch in sein Gericht über die Gottlosen mit hineinwerfen würde.